Scheiße, Mann. Okay, die Größe des ist immer noch dasselbe. Die Größe des Kuchens überwältigt dich oder intimidiert, bedroht dich so sehr oder nicht bedrohen, irgendwas. Warum ist es hier ein Übersetzungsspiel oder was? Hä? Was mache ich hier eigentlich, Mann? Ich versuche hier immer wieder zu übersetzen, immer wieder zu übersetzen. Was ist das für ein Let's Play? Ihr schaut nur zu und ihr könnt mich muten, Mann. Mutet mich einfach. Mute mich. Jetzt. Tu es. Tu es. So. Ich will euch den Leuten, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind wie ich, will ich halt auch diese Möglichkeit geben, dass die geil leben und geil Spiel leben, ja? Mit mir zusammen. Aber in meiner Heimat, wir können nicht machen Gold Every Session, weil wir sind scheißen in Englisch. Ich meine, ich kann machen American Accents, aber ich kann nicht übersetzen außer uns ohne Pausen. Ich bin kein Dolmetscher, weißt du? Vielleicht sollte ich erst Dolmetscher-Kurs machen und danach ich komme zu dir und übersetze deine Scheißen. Haben wir jetzt eigentlich alles in dem Raum angeschaut? Ich denke schon, oder? Ja, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Jetzt gehen wir nach unten. Ja, jetzt können wir nach unten. Das ist eine sehr gute Idee, Musti. Hm. Ich denke, du solltest lieber oben spielen. Das ist, die hat einen Sadomaso-Keller. Ich habe sie durchschaut, Sadomaso. Die wird alles da unten machen. Die Fantasien einer Kuh. Das, ich nenne die Folge so, die Fantasien einer Kuh. So. Und ich erkläre euch jetzt kurz mal die Fantasie. Also, wir sind in einem Stuhl. Kennt ihr diese japanischen oder diese... Ich weiß nicht, ob das japanische Stuhl... Also, ich kenne die halt aus deutschen... Diese ganz alten... Schulbänke, wo dann Stuhl und ein Tisch in einem ist. Und ihr setzt euch dort rein. So aus diesen Animes kennt man das halt. Deswegen habe ich japanisch gesagt. Wir sitzen in so einem Ding. Komplett. Nakedai. Die hat eine Tafel da unten. Und eine Peitsche. Okay. Und Handschuhe. So Melkhandschuhe. Nein, nicht Melkhandschuhe. Die hat so dieses Melkgerät, dass man so Kühe an die Euter hängt. Und diese Dinger sind an uns. An die Orte könnt ihr euch selber denken. Und jedes Mal, wenn wir was falsch machen, fängt sie an zu melken und peitscht uns dabei aus. Ich habe mir das nicht ausgedacht, okay? Das war diese Tuss, das war diese Kuh. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß nicht, warum die so ist. Oh, hey. Wolltest du... Was? Did you want to hear about the book I'm reading? Wolltest du was über das Buch wissen, was ich hier lese gerade? Das heißt... Boah, was laberst du, Mann? Ich kann mir auch schon den Inhalt von diesem Buch vorstellen, aber ist egal. 72 Arten... Schlangen zu benutzen. How about it? Sure? Oder how to exit the runes? Ich sag mal sure. Hier ist ein exciting snail fact. Hier ist ein aufregender oder ein toller Schlangenfakt. Wusstest du, dass Schlangen... Oh mein Gott, bitte halt dein... Was sind das für schlechte Witze, Mann? Wusstest du, dass Schlangen schlechte Schnürsenkel sind? Interessant. Ja. Ja, Ah, du kannst mir wieder Bescheid sagen, wenn du was brauchst, ja? Ja, Oma, ey, ich... Nichts. Hab mich umentschieden. Ich geh mal schlafen und dann komme ich wieder... Vielleicht sagt ihr da was Neues. Ich sag dir was Neues. Wir wissen es nicht. So viele Enden, wie dieses Spiel hat.
So, ich lasse mal dieses Licht aus. Ich lasse das Licht aus und gehe jetzt dahin. Schauen wir mal, ob die immer noch liest. Liest halt echt immer noch. Wir sind schlafen. Was machst du den ganzen Tag hier, Alter? Was willst du? Nichts. Ich will nichts. Ich gehe mal nach unten. Aber schläft die nie? Warte mal, wir schlafen in ihrem Bett. Oder wir lesen ihren neuen Tagebucheintrag. Okay. Das ist dasselbe. Verdammt. Diese Blume da oben. Warum ist sie so? Warum ist sie so? Das kennen wir doch schon, Mann. Verdammt, verdammt, verdammt. Was müssen wir denn jetzt machen? Was ist hier drin nochmal gewesen? Okay, das hatten wir schon. It's you, bla bla. Das ist Renovation. Ne, wir müssen da irgendwie unten hin. Aber ich weiß, dass wenn ich das der sage, dass der dann abhaut. Bin mir 100% sicher. 100%ig bin ich mir sicher. Warte, warte, wir rufen die an. Wir rufen die. Oh, verdammt. Ich dachte, vielleicht können wir die irgendwie rauslocken oder so. Das wäre übel geil. Reden wir mal mit dem Frosch. Vielleicht sagt er was Neues. Hey, Frosch. Hey, nur dass es zwischen uns beiden bleibt, ja? Also ja, das weiß ich doch. Ja, ich weiß. Ja. Ich dachte, sag was Neues. Der hat aber das Glitzige gleich gesagt wie vorhin. Ah, blöd. Wo steht denn da oben? Was steht denn da? Ja, komm, wir fragen die einfach jetzt. Ich kann halt nichts anderes machen. Ach so. Okay. Das Feuer ist nicht irgendwie sehr heiß, sondern es ist so ein normal, ein angenehmes Warm. Du könntest sogar deine Hand da reinstecken. So warm ist es. Das ist also ein gezaubertes Feuer wahrscheinlich von der Oma. Ja, ich kann nicht anders. Hey, weißt du, Toriel, die Tage sind lang und ich habe hier halt nicht so viel zu tun. Und ich würde gerne zurück zu meiner Familie und zu meiner Mutter. Und ich meine, die Stunden, die wir zusammen verbracht haben, waren schön. Und ja, ich weiß nicht, die Sahne, die du aus meiner Milch gemacht hast, war auch sehr lecker. Ich habe mich besonders über den Käsekuchen gefreut, den du dann im Anschluss daraus gemacht hast. Aber ich muss gehen. Ich habe Frau und Kinder. Die warten. Wovon sollen die denn leben? Ich muss was tun. Bleib du hier. Die geht sich jetzt ein Scheppern. Oh no. Schnell hinterher. Die ist jetzt in ihrem Zimmer. Oh. Die zieht ihre Klamotten an und wird uns. Ich dachte, die zieht jetzt wieder ihre Roleplay-Klamotten an und dann. Jetzt ist die Frage. Du willst also wissen, wie du wieder nach Hause kommst, ja? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Okay, das ist eine Einbahnstraße. Was? Zum Ende der Ruinen. Ich mache es jetzt kaputt. Warum? Oha! Keiner wird jemals in der Lage sein, wegzugehen. Jetzt sei ein braves Kind und geh nach oben. Nein. Nein, ich gehe nicht nach oben. Ich gehe nicht nach oben. Jeder Mensch, der hier runter fällt. Schau mal, ich schau ihr Gesicht an, wie das einen irritiert. Das ändert sich voll. Also jetzt nicht so, aber also nicht von jetzt auf gleich, sondern von einem Screen auf den nächsten. Jeder Mensch, der hier runterfällt, erleidet dasselbe Schicksal. Ich hab's immer und immer wieder gesehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben.
Du naives Kind. Wenn du diese Ruinen verlässt, dann werden sie... Asgore wird dich töten. Ich beschütze dich nur davor. Verstehst du mich? Geh jetzt in dein Zimmer. Ja, aber ich will nicht hier unten leben und dann mich langweilen den ganzen Tag. Ich muss. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Das ist deine letzte Warnung. Nein! Nein! Willst du so unbedingt weg? Du bist also ganz so wie die anderen, ne? Es gibt nur eine Lösung dafür. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, zu überleben. Ne. Ne. Checken erstmal. 80, 80. Knows best for you. Alles klar. Weiß das Beste für dich. Hör doch auf. Oh. Talk. Dir fallen keine Themen ein, um darüber zu reden. Worüber du reden konntest. Was ist das denn, Mann? Help, yo! Was? Warte, warte, vielleicht können wir abhauen. Go upstairs. Nein. Wir können die nicht besiegen, Mann. Wir reden mit dir. Ist mir egal. Alles. Boah, diese Monstertus. Wir dürfen. Alter. Okay, okay. Ich hab Bandagen. Die sieht durch uns hindurch. Alter, bitte verpiss dich auch noch. Oh! Der Dodge! Nee, nee, warte, warte. Oh oh. Alter Oma, verpiss dich jetzt. Boah, was geht hier ab? Help. Au. Ah, ich muss abhauen. Ich kann das. Ich schaff das nicht mehr. Ich gehe hoch. Ich gehe hoch. Tut mir leid, die ist so stark. 80, 80. Scheiße. Scheiße, echt. Die ist zu stark, wir müssen trainieren. Wir müssen jetzt trainieren. Ich gehe in mein Zimmer und schlafe jetzt. Margak, bitte. Wach auf. Du bist die Zukunft der Menschen und der Monster. Wer war das? Wer war das? Ich speichere mal ganz kurz. Ja, bla bla, ich schwöre echt. Der Sessel ist leer. Vielleicht ist sie in der Küche. Steht die immer noch da unten, oder was? Mach doch einfach das Teil kaputt. Was zur Hölle? Ich habe geschlafen, bin aufgewacht. Das Zimmer, vielleicht ist es das andere Zimmer oder ist es ihr Zimmer. You will never know, unless you try. Okay, it's not here. Let's go in here. In here. Oh, alright, dann halt nicht. Was ist das? Können wir nicht anklicken. Was war hier drin? Achso, das war das mit der Blume. Ja, dann gehen wir nach unten und sagen der, dass wir geträumt haben. I dreamed about... I can't tell you. I've had a bad dream last night. Already?
What will it take for you to learn a lesson? I will destroy you. Jetzt haben wir auch ein Thema zum Reden. Haben wir nicht. Alter, das ist unmöglich, Mann. Ironically, talking does not seem to be the solution. Okay, ironischerweise ist Reden nicht die Lösung für diese Situation. Aber ich kann die doch nicht die ganze Zeit checken, oder? Doch, ich probiere es nochmal, ist mir egal. Ja, was soll ich denn dann machen? Soll ich kämpfen? Nein, Mann, ich kämpfe nicht. Vielleicht muss sie sterben. Ich muss sie sterben, dann rettet sie mich. Vielleicht muss sie sterben, dann rettet sie mich. Ich probiere es aus, ich habe ja eh gerade gespeichert. Hä? Hä, warum trifft mich da nichts? Hä? Die kann mich nicht töten, die Oma. Die kann mich nicht töten. Warte, warte, wir sperren die. Nein. Oh Mann. Komm, es wird Zeit, dass ich fighte. Hä? Ich hab noch nie gefightet. Was war das jetzt? War das jetzt ein Schlag? Oh no! 54 Schaden. So, aber ich will nicht kämpfen, Mann. Hä? Nee, das ist blöd. Irgendwie muss es einen anderen Weg geben. Das kann nicht sein. Achso, sorry. Ich dachte, er kommt jetzt nochmal zurück. Scheiße. Verdammt. Oh. Ja, das ist ja voll beschissen, Mann. Ah, Mann. Echt. Mega nervig. Einfach mal voll den übelsten Schaden, Mann. 64. Ist schon wieder. Ja, ich würde sagen, wir. Bevor wir die jetzt töten, die Oma. Ich will die halt echt nicht töten, die war viel zu nett. Scheiße. Ups. Oh lol, was? Du bist stärker, als ich dachte. Hör zu. Kleiner. Wenn du durch diese Tür gehst, lauf so weit, wie du kannst. Vielleicht wirst du irgendwann das Ende finden. Asgore, do not let, also Asgore nicht deine Seele haben. Seine Pläne dürfen nicht erfolgreich sein. Punkt, 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 Punkt. Bitte, pass auf dich auf, okay? Mein Kind. Rip. Rip. Gab es keinen anderen Weg? Musste ich die jetzt töten? Nee.